Und damit hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge des Risen 2 Let's Plays, wo letzte Folge ja hier weiter die Insel von Marakai erkundet haben, nach hier unten gegangen sind und festgestellt haben, dass es hier dahin geht und dahin geht und wir aber erstmal jetzt dieses Lager erkunden wollten und auch von Bones erfahren haben, dem wir eigentlich helfen sollen, dass hier die Inquisition ist und wir jetzt einfach mal hier reingehen mit einquatschen und gucken, was passiert. Besser, du gehst erst zu Corrientes. Er ist gleich da vorne in seiner Hütte. Okay. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision. Ah, ein Pirat. Mutig von dir, hier so ranzuspazieren. Und was zur Hölle ist das? Ich bin Jaffa, Peewee von Kapitän hier. Ich bin auf große Reise. Teufel, das Ding kann ja sprechen. Natürlich. Hast du gedacht, Gnome sind dumm? Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ach so. Und was führt dich dann hier ins Niemandsland? Ich bin auf der Suche nach Captain Garcia. Ja, diesem hinterlistigen Kerl sind wir schon begegnet. Wir hatten auf dem Weg hierher jede Menge Probleme mit Garcias Piratenbande. Also, warum sollte ich dir vertrauen? Weil ich nicht zu Garcias Leuten gehöre. Na, ob dich das zu einem besseren Menschen macht? Na schön, du siehst ja, dass wir die Marakai hier unterstützen. Im Gegenzug teilen sie ihr Wissen mit uns. So ist der Deal. Aha, Jaffa versteht. Eine Hand waschen andere. Ich werde dir sagen, was ich weiß, wenn du mir einen Gefallen tust. Ja komm, frag mal da erstmal. Was kann ich für dich tun? Wir wissen, dass sich der Feuertempel in einem versteckten Tal befinden soll. Es gibt jedoch nur einen geheimen Zugang, der dorthin führt. Es kann oder will mir aber niemand sagen, wo er ist. Wenn du den Zugang für mich findest, werde ich dir sagen, wie man hineinkommt. Okay, das machen wir aber noch nicht. Habt ihr auf eurem Weg mit dem Piraten? Gut. Den ersten Punkt sagen wir mal noch nicht. Ihr habt auf eurem Weg mit den Piraten gekämpft? Ja, sie haben uns auf dem Plateau im Norden überrascht. Ein paar unserer Männer und zwei Eingeborene wurden aufgeschlitzt. Dann sind sie abgehauen, diese Feiglinge. Wo kann Garcia jetzt sein? Ich schätze, er sucht dasselbe wie wir. Den Zugang zum versteckten Tal. Wenn du uns hilfst, den Zugang zu finden, wirst du früher oder später bestimmt auf ihn treffen. Was willst du denn eigentlich von Garcia? Ich suche ein wertvolles Artefakt, das er bei sich trägt. Das klingt dir interessant. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Ich habe Garcias Schiff gefunden. Ah ja, und weiter? Die Piraten, die es bewacht haben, sind tot. Aber Garcia war nicht dabei. Verstehe. Du findest ihn wahrscheinlich schneller, wenn du dich auf deine Aufgaben konzentrierst. Ah ja. Jedenfalls ist es gut zu wissen, dass wir hier wieder wegkommen. Ich habe in einem Ahnengrab ein paar nackte Leichen gefunden. Die meisten von ihnen waren weiß. Das klingt so, als wären die Plünderer selbst bestohlen worden. Wahrscheinlich haben die Marakai die Piraten für ihr Handeln bestraft. Kann sein. Wie auch immer. Seien wir froh, dass wir ein paar Gegner weniger haben. Okay, Karte von der Region brauche ich nicht. Und dass wir den Zugang suchen. Da ist noch etwas. Einer unserer Männer ist während des Kampfes mit dem Piraten desertiert. Eigentlich wollte ich Scarpetta schicken, um den Feigling zu finden, aber ich will ihn nicht entbehren. Also, wenn du den Deserteur findest, erschieß ihn. Ist das nicht ein bisschen hart? Ich kann niemanden gebrauchen, der mir in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wer der Deserteur ist. Gut, wir reden gleich mit dem Rest hier. Ich hatte eine Vision. Ich würde aber gerne erstmal mit den Anführer von den Camp hier reden. John. Ja. Ich dachte schon, dass da vielleicht was Besonderes bei rumkommt. Kommt aber nicht. So, wo ist jetzt der Anführer? Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Spürt ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Okay, ich habe keine Ahnung. Dann reden wir einmal mit allen. Wir fangen. Da oben könnte der Anführer sitzen.
Ich wollte sagen, wir fangen unten an. Aber wie gesagt, ich sehe es halt sinnvoll an, erstmal mit den Anführern zu reden. Gatu, bist du der Anführer? Ich weiß es nicht. Er könnte es sein. Ich grüße dich, Häuptling. Er ist es. Ein weiterer Fremder in meinem Dorf? Deine Kleidung ist die eines Seefahrers. Bist du auch gekommen, die Ruhe unseres Landes zu stören? Ich suche Kapitän Garcia. Ja, so wie wir alle. Mein Sohn ist gefallen. Der Spitzhut Garcia hat ihn mir genommen. Sag rasch, was du willst. Und dann lass mich wieder allein. Ja, machen wir gleich. Jafar, könntest du aus ihm rausgehen? Es sieht irgendwie blöd aus, wenn du im Dialog die ganze Zeit in ihm drin stehst. Okay, Woher weißt du, dass dein Sohn tot ist? Man brachte mir sein Symbol. Das Symbol des Chaka Halmax. Ein legendärer Gegenstand. Um was genau handelt es sich? Um den legendären Totenschädel der Marakai. Ah, interessant. Genau so etwas fehlt mir noch in meiner Sammlung. Nur der Halmak des Häuptlings hat das Recht, es zu tragen. Dieser Häuptling ist ein stolzer Mann. Er gibt das Dingi nicht so einfach her. Das wird schwierig. Ich bedauere deinen Verlust. Deine Anteilnahme ehrt dich, Fremder. Doch für Trauer ist keine Zeit. Ich bin alt und schwach geworden. Das Böse sucht einen Weg in unser Land. Es braucht eine starke Hand, die es wieder ins Licht führt. Was hast du vor? Meine beiden besten Krieger, Salu und Hakeke, werden um das Recht kämpfen, meinen Platz einzunehmen. Das ist der einzige Weg, das Volk und sein Land zu retten. Ich verstehe nicht. Warum müssen die Krieger kämpfen? Damit sie herausfinden, wer von den beiden das Volk am besten führen kann. Kaka, sie sollten gehen in die Welt und suchen großen Schatz, so wie die Gnome. Wer den größten Schatz findet, ist Häuptling. Tja, wenn das so einfach wäre. Oh Mann, Wie wird der Kampf zwischen den beiden Kriegern aussehen? Es wird ein fairer Wettkampf ausgetragen. Ich werde ihnen drei Aufgaben stellen. So wird sich zeigen, wer das Recht erwirbt, neuer Häuptling der Marakai zu werden. Wie lauten diese Aufgaben für den Wettkampf? Nur der Halmak, eines der Herausforderer, wird die Aufgaben von mir bekommen. Bist du der Halmak eines meiner Krieger? Was genau ist ein Halmak? Jeder Chaka oder Anwärter auf den Thron hat einen Fürsprecher und Waffengefährten an seiner Seite. Dies ist sein Halmak und nur diesem werde ich die drei Aufgaben offenbaren. Verstehe. Deiner war dein eigener Sohn. So ist es. Er war mein Chaka Halmak. Der Verlust ist unermesslich. Okay. Dann komme ich wieder, wenn ich ein Halmak bin. Dann wirst du einem anderen seinen Posten streitig machen müssen. Ja, sieht ganz so aus. Wie du meinst, ich werde dich beobachten. Okay. Unterrichte mich in Voodoo. Was soll ich dir zeigen? Okay, ist da was Interessantes dabei? Zepterbau und schwarze Magie. Erstmal nicht. Okay, gut. Also da, jetzt haben wir mit denen gesprochen und jetzt würde ich sagen, wir reden aber mit allen hier im Lager. Beginnen aber unten am Eingang und dann arbeiten wir uns durch und quatschen einmal mit allen. Und brauchen wir diesen legendären Gegenstand? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht tatsächlich. Bin ich überfragt. So, wir Der beginnen Untergang ist nahe. Mit dir. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Was? Nein, ich meine, ja, ach, vergiss es einfach. Wonach hältst du Ausschau? Ach, ich schaue einfach nur ins Leere, ohne besonderen Grund. Das kaufe ich dir nicht ab. Na gut, du hast gewonnen. Ich mache mir so meine Gedanken über unsere Heimreise, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, die Gegend hier ist ja ganz nett, aber für immer will ich hier eigentlich nicht versauern. Wenn wir erledigt haben, weswegen wir hier sind, will ich so schnell wie möglich wieder in See stechen. Tja, ohne Schiff kommt ihr nicht weit. Was? Ach ja, das Schiff. Verdammt. Aber Garcias Schiff liegt irgendwo an der Küste vor Anker. Wenn wir da rankommen würden,
hätten wir wieder eine Chance, hier wegzukommen. Kannst du mir was über den Kampf beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man richtig mit dem Säbel umgeht. Ja, trainiere mich mit dem Säbel. Trainiere mich mit dem Säbel. Interessiert mich was das? Was willst du wissen? Nee, gut. Oder? Was? Leere Konterattacken, ja, das kannte ich noch nicht. Okay, gut. Krass, hier ist das Schiff geändert, muss ich Ihnen nicht sagen. Das weiß der eine schon. Dann haben wir uns noch die Pflanze hier und dann geht's weiter. Dem hier. Das looten. Also zumindest, ihr kennt das ja, ich loote mal alle Pflanzen. Nicht alles essen, aber alle Pflanzen. Was glotzt du mich so an? Noch nie einen verletzten Soldaten gesehen? Hey, entspann dich. Ich tu dir schon nichts. Du hast gut reden. Wie soll ich bei den Schmerzen entspannen? Erzähl mir mal lieber, woher du die Verletzung hast. Ah, vom Kampf gegen Garcia und seine Schergen natürlich. Es war der schwarze Hund, dieser Mistkerl. Er traf mich mit seinen dreckigen Dolch im Rücken, kurz bevor wir die Rasselbande in die Flucht schlugen. Schwarzer Hund? Ist das sein Name? Den gab er sich selbst. Glaubte wohl, dass er damit jemanden beeindruckt. Woher weißt du das? Man sollte immer mehr über seine Feinde wissen als über seine Freunde. Du scheinst ihn wohl zu hassen, ne? Dreh dich mal um. Ich ramm dir mal kurz meinen Säbel in den Rücken. Ich glaube, dafür würdest du mich auch nicht lieben, oder? Wo ist der schwarze Hund jetzt? Er ist irgendwo in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Wenn ich nicht so verletzt wäre, würde ich ihn suchen und ihm die Kehle durchschneiden, wenn ich ihn gefunden habe. Du meinst in der Nähe des Dorfes? Er ist hier irgendwo. Darauf verwette ich meinen Arsch. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, uns hier heimtückisch zu überfallen. Ich schätze, ich habe den schwarzen Hund und seine Leute erledigt. Das kann ja jeder behaupten. Sehe ich aus wie jeder? Wenn du mir den Dolch zeigst, den er mir in den Rücken gerammt hat, werde ich dir glauben. Hier ist der Dolch vom schwarzen Hund. Was sagst du jetzt? Du hast dieses miese Schwein tatsächlich erwischt? Ja? Sieht ganz so aus. Dieser Dolch ist die erste Waffe, die mich jemals verletzt hat. Weißt du das? Dann hast du wohl bisher Glück gehabt. Ich muss ihn haben. Verkauf ihn mir. Ja. Ich gebe dir 1000 Gold dafür. Ja, komm, kannst du haben. Guter Kurs. Hier, hast du den Dolch. Ah, sehr gut. Hier hast du die Münzen. Ja. Mann, mein Rücken bringt mich nach rum. Gut. Ganz ehrlich, ich brauch den Dolch nicht, er war nichts Besonderes. Wer bist du? Bin Egas. Und? Wie läuft's? Geht. Bin nicht so zufrieden heute. Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Hab aber gar keinen Bock drauf. Kein Bock. Befehl von deinem Kommandanten, nehme ich an. Ja, genau das. Wird viel lieber hierbleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Du baust Pistolen? Ja, aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Mit Grabräubern meinst du Garcias Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Gib dir keine Mühe, ich kümmere mich um deine Grabräuber. Du? Warum? Tja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, das überlege ich mir unterwegs, warum ich deine Arbeit erledige. Ja, gute Idee, mach das. Dann kann ich so lange... dich von den Eingeborenen bedienen lassen. Genau. Oh Mann. Unterrichte mich. Ja, gut, Feuerwaffen bauen will ich nicht, aber... war zumindest... und wird auch vor unsere... Aloha, Fremder. Interessant. Haktu, suchst du etwas Bestimmtes? Oh mein, Haktu, ich habe die direkt angesprochen, damit wir nicht der Bones zuhören müssen.
Wir werden eh alles erkunden, von daher können wir auch seine Aufgabe da erledigen. Ich weiß überhaupt noch nicht, warum ich aktuell für die Inquisition arbeite, aber eigentlich ist es mir egal. Wir reden mal mit ihr. Ich war bloß neugierig. Mein Vater sagte einmal, die Neugier ist der Urquell aller Errungenschaften. Ich bin Malaika, die Kiki des Dorfes. Kiki? Ich gehöre zur Familie des Schwarzen Baumes und fertige Geschenke und Idole für die Hike. Sie sollen ihre Ehre bewahren und ihre Ruhe schützen. Aber ihr Schutz ist schwach. Die Hike sind aufgewühlt. Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Was macht ihr denn alle den ganzen Tag? Jeder geht seiner Aufgabe nach. Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tupas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Du siehst bedrückt aus. Dein Auge ist wachsam. Ich bin traurig, weil die Totenruhe meiner Ahnen gestört wurde. Was ist passiert? Piraten. Sie haben die Grabidole meiner Familie gestohlen. Nun sind die Hike aufgebracht und rufen mich im Schlaf. Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Wo kann ich die Idole suchen? Finde die Piraten, die unsere Gräber plündern. Dann findest du auch die Idole meiner Ahnen. So. Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi, ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Pflanzen? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du daraus Tränke brauchst. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Zeig mir die Geheimnisse der Alchemie. Welches Wissen suchst du? Ja, gute Rituale lernen brauche ich jetzt nicht und das hier zeig mir deine Ware. Vermutlich auch nicht so interessant. Oh, eine Schatzkarte. Nehmen wir noch mit. Ja, gut. Okay, die Schatzkarte können wir einmal kurz hier lesen muss ich die, glaube ich, erst noch, oder? Wurde die Quest gerade automatisch für die Schatzkarte getriggert oder nicht? Passierschein, da war es nicht mit dabei. Ja, auch nicht. Habe ich jetzt eine Quest für eine Schatzkarte bekommen? Der Schatz im versteckten Tal könnte es sein. Ja, das ist der, den. Alles klar, perfekt. So, Bones, du könntest irgendwann deine Fresse halten. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Auch du wirst ein Opfer der Zerstörung sein. Wie bitte? Der gute Bones weiß viel. Er ist verbunden mit den Göttern. Was machst du eigentlich hier? Du bist weder ein Eingeborener noch ein Protektor. Das hast du gut erkannt, mein schlauer Freund. Ich bin ein Gezeichneter. Eigentlich lebe ich nur noch, weil die Marakai mich vor dem Dschungelfieber gerettet haben. Als Dank teile ich nun mit ihnen meine Arzneikünste und Visionen. Was ist passiert? Das Fieber hat mich getötet. Zumindest einen Teil von mir. Der andere wandert ruhelos durch das Totenreich. Dort,
werde ich eines Tages Erlösung finden. Okay, gut. Und die restlichen Punkte mit ihm bequatschen wir nächste Folge. Ich bin jetzt auch sofort wieder in den Dialog gegangen, weil er sonst die ganze Zeit irgendwie labert. Also machen wir nächste Folge. Das heißt, wir werden ihm dann versuchen zu helfen und werden hier weiter mit den Leuten hier alles an dem ganzen Camp quatschen und dann... Ja, ihr seht, es wird sich hier nochmal ein großes Quest-Hub auftun, aber ich glaube, das wird alles gar nicht so schlimm, wie es jetzt im ersten Moment sich jetzt hier anfühlt. Von daher, schauen wir nochmal. Wir gehen erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie jeden Scheiß. Und sagt mir zum Schluss, tschö mit Ö.